Willkommen zu einem neuen Zaubertrick. Hierfür kann der Zuschauer oder auch ich das Kartenspiel erstmal durchmischen. Dann darf er sich irgendwelche 8 Karten raussuchen. Ich nehme jetzt mal die obersten 8 Karten. Er könnte sie auch aus der Mitte rausholen oder von unten. Auf jeden Fall darf er die auch noch mal durchmischen. Danach wählt er sich eine Karte aus. Der Zuschauer legt seine Karte wieder aufs Kartenspiel. Und wir können noch einmal das Kartenspiel durchmixen. Ich habe ja jetzt keine Ahnung, was die Zuschauerkarte war. Und mit dem Durchgemischer habe ich noch weniger Ahnung. Auf jeden Fall bilde ich jetzt 2 Stapel. Okay. Und der Zuschauer entscheidet sich für einen Stapel. Den zeigen wir ihm. Und er guckt, ob seine Karte drin ist. Ja. Okay. Die ist drin, alles klar. Okay. Dann machen wir das Ganze noch einmal 2 Stapel. Und der Zuschauer entscheidet sich wieder für einen Stapel. Okay. Mhm. Er schaut wieder, ob seine Karte drin ist. Nein. Alles klar. Dann machen wir das Ganze noch ein drittes Mal. 1, 2, 1, 2 und so weiter. Auf jeden Fall sucht sich der Zuschauer wieder einen Stapel aus. Diesmal den anderen Stapel. Mhm. Okay. Jetzt guckt er wieder, ob seine Karte dabei ist. Ja. Okay. Sie ist dabei. Ja. Und jetzt verteile ich die Karten noch so ein bisschen auf meine Matte. So, jetzt mache ich eine magische Bewegung über die Karten, werde einmal schnipsen, eine Karte aus den Karten ziehen und das ist deine Karte. Mhm. Das war der Trick. Wenn er dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, euer Magic Erik.